Da, wo der Bach sich durch eine Schlucht drängt, hat ein altes, alleinlebendes Fischottermännchen sein Revier. Wie der Name sagt, leben Fischotter von Fischen, aber auch von Flusskrebsen, Mäusen und anderen Kleintieren. Sie sind die verspieltesten Wildtiere, die man sich denken kann. In diesem schönen Eichenwald, wo es viele zarte Blätter gibt, nicht weit weg vom Revier des Fischotters, wollte die Hirschkuh mit ihren Kälbern den Sommer verbringen. Es sah so aus, als würde sich keiner durch den anderen gestört fühlen. Und es ging auch tatsächlich alles gut, bis die Hirschkuh eines Tages mit den Kälbern auf das andere Bachufer wechselte. Der Fischotter reagierte sofort. Hier wollte jemand in sein Revier eindringen. Die vorsichtige Hirschkuh hatte sich für den Wechsel die engste und seichteste Stelle ausgesucht. Aber plötzlich wird das Hirschkalb abgetrieben. Greift der Fischotter das Hirschkalb an oder will er nur mit ihm spielen? Nun Spiel oder Ernst, das Hirschkalb wäre fast ertrunken. Das Verhalten des Fischotters ist nicht eindeutig zu erklären. Entweder war es sein unbändiger Spieltrieb, dafür spricht, dass er das Hirschkalb, das nicht mitspielen wollte, wieder laufen ließ, ohne ihm die Kehle durchzubeißen. Oder es war eine raue Verwarnung für den Eindringling in das Otterrevier. Gewissermaßen ein Denkzettel.